Und dann sagt Putin, oh nein, 9-11. Destroyer. Meinst du den Song von My Chemical Romance? Nein. Okay. Einen besseren. Aber den werde ich dann nachher schön in die Playlist einpflegen. Da wirst du sehen, was ich meine. Ich weiß meinen Song noch gar nicht für die Playlist heute. Mal sehen, was mir so spontan noch einfällt im Laufe der Sendung. Okay. Mir fällt ein, dass wir schon auf Sendung sind. Oh, was sind die Leute da? Das kommt immer so plötzlich. Ja, ich weiß auch nicht. Auf einmal kommt hier jemand hin, hält uns so ein Phallus-ähnliches Ding vor dir. Fressen und dann sagen wir ah und dann geht's los. Jetzt abliefern, sofort auf Knopfdruck. Ja. Das halten wir Künstler überhaupt nicht aus, weißt du? Das ist langfristig, wird ihr uns damit zerstören. Wenn ihr immer nur haben wollt von uns, zieht, aber nie was gibt, macht doch ihr auch mal einen Podcast, Leute. Ja. Macht ihr auch mal einen Podcast, schickt den mal uns beiden, dass wir den auch mal hören können. Ja, ich finde, dass jeder unserer Zuhörer jetzt einen Podcast machen sollte. Ja. Und dann ist das ausgleichende Gerechtigkeit. Und ich habe nicht so viel geschlafen. Ich würde ihn sogar promoten, euren Podcast hier. Wenn ihr Podcasts habt, könnt ihr die gerne einreichen und suchen mir immer einen aus, den ich dann vorstelle. Ja, ich möchte einen Podcast von dem, der immer kommentiert, dass wir so komische Namen haben. Und ja, generell interessante Kommentare schreibt, sage ich mal. Weil wenn der Podcast macht, ist bestimmt so eine Stunde lang Fantasiewörter oder so. Der schreibt manchmal so 10 Kommentare nacheinander, ja. Ne? Ja. Der treibt unseren Algorithmus nach oben. Das danke dafür. Vielen Algorithmus Dank. Goes brrrr. Destroyer. Also Leute, ja, also es ist jetzt um ganz früh am Morgen. Es ist früh um 11, weil ich noch arbeiten muss gleich. Das ist alles meine Schuld. Ja. Der Konsens ist diese Woche auf jeden Fall, die Erde ist mal wieder geknechtet. Und wir sowieso, die Erde wird sich erholen. Ist da schon wieder eine Motte? Tino, du kommst hier an. Ist das so ein Vieh? Ja, ja. Aber zerfallen wie Staub, wenn du die einmal kurz... Echt, ja? Ja. Ich habe sie nur angeditscht. Die fliegt rum. Jetzt, hallo Leute. Also. Ich habe gerade zu Hause keine Motten oder das irgendwelche Ding Maden. Der Erde geht es nämlich nicht gut, obwohl sie überleben wird, wir vielleicht nicht. Und deswegen beherberge ich wertvolle Tiere bei mir in der Wohnung. Eine eigene Arche Noah quasi, fängst mit den Motten an. Ja, genau das. Das ist wichtig. Also, wir fangen mal ganz unten an. Nehmen erstmal die Motten und Maden und Schwarzschimmel, die zuerst, danach erst die Elefanten. Das Wichtigste zuerst, ja. Du musst ja bei der Nahrungskette unten anfangen, damit, weiß nicht warum. Naja, also wenn ich jetzt die Elefanten nehme, dann gibt's ja nichts, was die essen können. Weißt du, deswegen musst du unten anfangen. Ah, verstehe. Ja. Ich voll weiß zwar unten. Nicht, wer Motten isst, aber bedient euch. Warum nicht? Ja, also diese Woche war eine große Feier, Tino. Wir haben den Earth Overshoot Day zelebriert. Haben wir ihn schon wieder, ja? Ja, den haben wir schon wieder. Ist ja erstmal Halbzeit und jetzt haben wir ihn schon. Das ist super geil. Ich hätte mal vielleicht eine Statistik raussuchen können, wann der so in den letzten Jahren war, wie da die Tendenz ist. Earth... Ja, du kannst den ja mal kurz erklären, falls du das kannst. Ja, kann ich. Und ich suche in der Zeit. Aber erstmal saftiges Aloha aus der Datenautobahn. Ach so, ja. Wir sind Adolf. Nein, sind wir nicht. Wir sind Onkel Robin und Tante Tino. Okay, das sind wir. Ja, der Earth Overshoot Day ist quasi der Tag, wo wir unsere natürlichen Ressourcen verbraucht haben, die wir eigentlich in diesem Jahr hätten noch offen gehabt. Ne? Also wir gehen jetzt an den Kredit quasi ab. Wann das gewesen ist, diese Woche. Ja. Jedenfalls so. Leben wir über unsere Verhältnisse hinaus die römische Dekadenz, wie sie Westerwelle so schön bezeichnet hat. Während wir 1970 gerade so noch genau quasi in dem Jahr das verbraucht haben, also ist eine runde Sache, ist die Tendenz sinkend. Guck, wobei von wir 2020 von Covid profitiert haben. Da war es nämlich etwas später. Also das ist so ein bisschen, das fällt da aus dem Trend raus. Ja, ja. Das ist ja klar. Da ist so eine leichte Erhöhung, aber sonst ist es quasi jedes Jahr ein bisschen früher. Guck, die alten Leute haben noch hier schon gelebt und dann, jetzt kamen die jungen Leute, da wird es immer schlimmer. Die müssen sich ja eigentlich an die... Die Zoomer, diese scheiß Dreckskinder wieder, ne? Ja, ich müssen nicht die alten Leute an die Straße kleben, sich nennen die letzte Degeneration oder so. Das wäre eigentlich ein Ding.
Generell sollten die sich einfach mal an die Straße kleben, damit ich da mal drüber fahren kann. Mhm, auf die Schnauze hauen. Aber es macht eigentlich gar nicht mehr so viel Spaß, die alte Zuhörerschaft zu beleidigen, weil seit wir eventuell nicht mehr im Radio sind, hören halt nicht mehr so viele von dieser Zielgruppe zu. Das stimmt leider. Das hat immer mehr Spaß gemacht, im Radio zu sagen, ihr alten Säge, sterbt endlich. Aber schauen nicht deine Mom irgendwie manchmal Podcast? Na, jetzt nicht mehr. Die hat immer Radio eingeschaltet. Ach so. Ja. Gut, dann haben wir das jetzt zelebriert oder was sagen wir dazu? Finden wir das gut oder? Nee, macht mal anders. Also, weiß nicht, fahrt mal mehr Fahrrad oder so. Ja. Könnte auch alles eure Schuld sein, dass ihr der Peak wart, die das fast zum Überlaufen gebracht haben. Wir machen jetzt mal Hiobsbotschaft und dann werden wir euch mit Brot und Spielen wieder ablenken. Ja, dann kommen die ganzen Larifari-Nachrichten, damit ihr nicht allzu sehr an diesem Weltschmerz leiden müsst. Aber es gab auch eine neu released Erkenntnis diese Woche. Und zwar, dass wir haben in der Schifffahrt ziemlich viel eingestellt. Also ich glaube, bis zur Hälfte wurde das runtergedrosselt aufgrund von neuen Regulierungen und so. Und das ist ein zweischneidiges Schwert, wie sich jetzt rausstellt. Ja, wie immer, bis so die ersten Schlupflöcher gefunden werden und da alle sich durchdringen wollen. Nee, nicht ganz. Also das Ding ist, das, was die Schiffe released haben, ich hoffe, ich habe es mir aufgeschrieben, weil gerade was ich hier sage, ist from the top of my head. Ja, genau. Die haben zum einen natürlich CO2 released, was ja nicht gut ist. Mm-mm. Zum anderen aber Sulfur, was ist denn das? Wahrscheinlich Sulfur. Doch, CO2 braucht die Welt. Ja, nee, das nämlich nicht. Schwefel. Ah, natürlich. Wie Pech und Schwefel. Wie wir zwei. Das ist immer das Problem, wenn man auf englische Quellen nachliest. Egal. Die haben CO2 released, was nicht gut ist, und gleichzeitig Schwefel. Dieser Schwefel hat aber dafür gesorgt, dass in der Atmosphäre eine gewisse Schicht ist, die quasi kühlt. Ja? Das heißt, also es ist trotzdem gut, dass es weniger wird, aber wir werden quasi auf kurze Sicht dafür bestraft, dass wir den CO2, zumindest bei Schiffen, den CO2-Ausstoß drastisch verringern. Da werden wir aber jetzt kurzfristig bestraft, weil wir gleichzeitig auch den Schwefelanteil verringern, der für eine Abkühlung gesorgt hat. So. Aber langfristig wird es uns mehr helfen. Ja, auf jeden Fall. Aber es gibt halt jetzt quasi ein Problem dadurch, dass die Schiffe nicht mehr fahren. In kurzer Sicht. Auf lange Sicht ist es natürlich gut, dass das nicht passiert. Ach, wir hatten alle Aber Unrecht, das ist so eine kleine Knechtung, dass es dadurch jetzt quasi auch irgendwie kurzfristig nochmal wärmer wird. Wir haben ja dieses Jahr eine ordentliche Wärme. Die Meldungen aus Chile zum Beispiel diese Woche. Hast du die mitgekriegt? Nee, hat sie wieder gebrannt. Also in Südamerika generell ist ja gerade Winter. Und das ist natürlich teilweise nicht jetzt so minus 10 Grad Winter normalerweise, ne? Aber sowas irgendwas von 0 bis 15 Grad, so ist so die Norm. Frostig. Und in Teilen von Chile war es diese Woche 38 Grad. Das ist nicht ganz so Winter. Nee, nicht so richtig. Ja. Ja, ja, ja. Ja, es wird halt immer extremer, ne? Also ich weiß nicht, lange Zeit, also als ich noch Kind war, habe ich immer nur von der Erderwärmung gehört, so Klimaerwärmung, ja. Aber es ist nur die halbe Wahrheit, ne? Es ist ja, geht ja um diese Extreme, die halt passieren, dass wohl die Jahreszeiten immer extremer werden und oder halt sich auch angleicht. Schwammiger werden, ja, dass es sowas wie Jahreszeiten gar nicht genau, mehr gibt. Genau, das ist halt also immer jeden Tag anders sein könnte. Ja, also den Winter, Schnee, den wir jetzt hier gerade in Deutschland haben, also ich rede gerade eher von Weimar, aber ich vermute, dass es in Deutschland überall gerade ungefähr so aussieht, ist zum Beispiel sehr, sehr herbstlich. Ja, wir hatten jetzt heute den wärmsten Juli, aber eben auch den regenreichsten Juli. Das darf man nicht vergessen. Und das ist halt Wetteraufzeichnung. Ja, aber der wärmste Juli wahrscheinlich meinst du auch weltweit. Also in Deutschland war es ziemlich insgesamt, nicht der wärmste. Nee, insgesamt. Aber es gab schon aufeinanderfolgend schon relativ viele Hitzetage. War das im Juli? Ein paar vielleicht. Dachte also schon, wir hatten jetzt auf jeden Fall zwei Wochen so 20 Grad und sehr viel Wind. Und da gab es nicht mal irgendwie jetzt im Juli irgendwie so eine Woche, wo es jeden Tag übelst heiß war. Vielleicht war das im Juli, aber wenn dann so am Anfang. Wie dem auch sei, wir sind ja nicht die Wetterfrösche. Wenn wir Kachelmann sein wollen, dann... Dann frag den mal. Ja. Es ist früh am Morgen, Leute. Es ist wirklich ganz früh und Tino hat ja hier auch schon wieder Zeitdruck, weil der dann los muss und so. Ach, kein Stress. Ich habe mir die Stunde auf jeden Fall freigeschaufelt. Wir müssen sprechen und zwar
habe ich ein Thema rausgesucht und du darfst mal konstruieren, worum es gehen könnte. Ich sag nur drei Begriffe okay. und du versuchst zu konstruieren, worum es geht. Man, Woman, Camera, TV. Genau. Markus Lanz. Oh. Professorin. Mhm. Und Herpes. Okay, also es geht um eine Sendung von Markus Lanz. Mhm. Da hatte er eine Professorin zu Gast. Mhm. Und die haben sich zur Begrüßung, so wie man das halt so macht, so links, rechts. Und jetzt hat Markus Lanz Herpes. Ich gebe noch weiteren Tipp. Intimherpes. Intimherpes. Dann haben die sich zur Begrüßung mit ihren Geschlechtsteilen so, wie man das so macht. Im Fernsehen, klar. Jetzt hat Markus Lanz Intimherpes. Andersrum, die Frau hat es nämlich. Mhm. Und zwar war das gerade eine echt witzige Schlagzeile. Ulrike Gürott nach Lanz-Auftritt, ich weiß nicht, wie ausgesprochen wird. Ich hatte Herpes an der Scheide. Das bei T-Online, das kann man auch noch woanders bei Fokus. Professorin gibt Markus Lanz Schuld an Intimherpes nach Talk-Auftritt. Ich zitiere, ich bin aus der Sendung raus und hatte tatsächlich einen Herpes an der Scheide. Und hat sie auch berichtet, dass sie da rauskam, war bei ihrer Frauenärztin. Und die meinte, dass sie noch nie sowas gesehen hätte. Hat sie gerade davon ein Foto gemacht fürs Lehrbuch so. Was? Und ich dachte, wie kann das denn passieren? Hatten die echt also eine Live-Sex-Sendung? Oder wie? Du als Sexualpädagoge, die Scheide ist das Innenleben. Also. Sie hat so bezeichnet, wir sagen sowieso Vulva oder Vagina, aber sie sagt, hat jetzt... Ja, Vulva ist außen, Vagina bzw. Scheide ist innen. Ich habe sie jetzt zitiert, genau. Ja, die Dumme. Oder Markus Lanz hat wirklich in ihren Kanal Scheidenpilz, Herpes, meine ich, reingepflegt. Na gut, es kann sich ja auch, ich meine, Herpes ist nicht mein Hauptgebiet, ja. Aber es wird ja so sein, dass ja, wenn dann auch der ganze Teil ständig betroffen ist von dem Herpes. Hm. Jedenfalls geht es nicht darum, dass sie Sachen ausgetauscht haben. Doch schon. Sie haben Argumente. Sie saß auf einem dreckigen Stuhl, oder? Nee, sie haben Argumente ausgetauscht. Ja. Und es war wohl so hitzig und so stressig für sie, dass sie psychosomatisch wohl Herpes entwickelt hat. Das ist zumindest meine Theorie. Moment. Also ich weiß, dass Herpes so mit Stress irgendwie verbunden ist, aber das ist doch nicht der Intimherpes, sondern der, den du an der Lippe oder sowas hast. Also ich kenne das nur von Leuten, die Angst haben, sich infiziert zu haben mit irgendwie HIV, Syphilis, dass sie so krass Angst haben, dass sie auch diese Symptome entwickeln dafür, es aber eigentlich gar nicht haben, ne, den Virus oder das Bakterium, je nachdem, was es ist, oder Pilz. Aber es kommt, dann beim Test raus, dass das gar nicht so war. Und manchmal kann es aber auch sein, dass du den Herpes schon in dir drin hast und Stress den aber auch, also bei Herpes zumindest, aber diesen Herpes quasi aktivieren kann. Das kann passieren, soweit ich informiert bin. Mhm. Da könnte man Intimherpes googeln und nach Psychosomatik gucken. Intimherpes Stress. Das, also. Es ist auch nicht mein Hauptthema, ne? Ja. Schlagerstress ruft unter Umständen den erneuten Ausbruch von Herpes. Ja, den erneuten, aber also der muss ja trotzdem. Ja klar, er muss da sein. Dass viele Menschen nicht wissen, dass sehr viele Menschen in sich drin auch HP-Viren drin haben, dass sie Herpes in sich drin haben. Und der kann eben dann durch Stress oder durch andere Faktoren hervorgerufen werden, dass er symptomatisch wird. Trotzdem ist es ein Virus. Also ja klar, der muss schon da... Tino, ich will jetzt hier nicht mit dir so streiten, weil dann kriege ich Herpes. Doch, aber es ist halt, hat ja eine witzige Schlagzeile, müssen wir auch gar nicht ausdiskutieren, aber ich fand es halt einfach witzig, doch, dass eine Frau aus der TV-Talkshow kommt, aus dem Öffentlich-Rechtlichen bei Markus Lanz und dann irgendwie in der Zeitung erzählt, dass sie da von Markus Lanz Intimherpes bekommen hat. Das fand ich einfach eine riesige Nachricht. Ja, ist es. Aber also wer, was genau für eine Professorin ist das? Weißt du das? Doch, ich habe das auch gelesen gehabt, aber... Diese eine Uni-Professorin und die war wohl zum Thema Ukraine-Krieg da. Und dann wurde es wohl so hitzig und so, dass sie an Herpes erkrankt oder dass sie da vielleicht ausgebrochen ist. Können wir einfach mal mit Putin zum Beispiel eine hitzige Diskussion führen und der verendet dann an irgendeinem Herpes. Ich glaube, der Stress ist so groß von seinem Krieg, weil er sich halt echt dachte, dass es irgendwie schneller geht, dass er eh schon Intim-Herpes des Todes hat. Mhm. Oder Anal-Herpes. Ich hatte Herpes an der Scheide. Ey, doch, we live in a society, Leute. Ja, das fand ich einfach die Meldung der Woche irgendwie. Das fand ich ganz witzig. Doch, ja. Ich hätte auch einen viralen Hitler der Woche übrigens. Okay, hau raus. Nämlich, also ich weiß nicht, ob ich da jetzt wieder hinterher hinke, aber ich habe jetzt zuerst mal mitbekommen von NPC bei TikTok. Ach, jetzt hast du das mitbekommen. Endlich mitbekommen. Und es ist wohl ein Trend, dass Leute sich irgendwie vor der ihrer Handykamera Livestream verhalten wie ein NPC, also wie ein Character bei, also wie so ein Non, wie heißt das? Ein Character, den man nicht spielt. Character. Das heißt, sie wiederholen sich ständig und verhalten sich ganz komisch und machen das halt vor TikTok einen Livestream, bekommen damit irgendwie tausende Euronen, Dollars
die Stunde gefühlt und mit irgendwelche Sachen sagen wie Ubu oder Thank you oder Gang Gang. Gang Gang oder irgendwelche Ice Cream so good. Ice Cream so good. Ice Cream so good. Genau, irgendwelche Ice Cream da vom Bildschirm lecken und so, dafür kriegen die halt Geld. Ich will es gar nicht verurteilen. Ich habe das Video von Imp gesehen gestern, als er sich so lustig gemacht hat, auch mit Recht. Ich würde es nicht verurteilen, weil ich sage, okay, wenn Leute das gucken, ist halt eine Nachfrage da und die verdienen damit Geld. Ist für mich voll in Ordnung. Ich finde es halt auch ein bisschen komisch und seltsam. Aber ich hatte auf einmal einen Trigger-Moment gehabt. Und zwar heute Morgen unter der Dusche habe ich über diese NPC-Frau nachgedacht, die er in einem Video reingemacht hatte. Und mir fiel auf, ich habe als Kind auch schon NPC gespielt. Oh oh. Denn es war so, dass wir im Kroatien-Urlaub waren und da gab es so, da war ich so 8 oder so oder 7 und da hatten wir, da gab es so ein Spieleparadies für Kinder und Jugendliche und da konnte man quasi so Videospiele spielen. Da gab es so einen Dude, der ein NPC war, der hat immer so, wenn du ihn gerettet hast, hat halt so einen Sack hochgehoben, wo da so Geld drin war und ist dann so aus dem Bild rausgestürmt. Till Lindemann hat auch seinen Sack hochgehoben. Das stimmt. Egal, das habe ich nachgespielt ganz oft. Okay. Mit meinem Bruder, mit den Leuten, mit den Kindern, die ich da kennengelernt habe, habe er NPC gespielt. Das heißt, ich habe diesen Trend hervorgerufen. Ja, ich hätte es nur dabei fragen müssen. Ja. Das ist wie mein altes Profilbild. I could have done it, but you didn't, said Mommy. Ja. Du musst es halt einfach machen. Und ich habe echt oft auch mit meinen Freundinnen und Freunden damals zur Schulzeit oft den NPC gespielt. Wenn wir so draußen einfach so gespielt haben, so pretend, also so Fantasie gespielt haben. Wir haben damals wenigstens noch irgendwie Gebäude zerstört oder so, sind irgendwo eingebrochen und du spielst NPC. Das habe ich nicht gemacht. Ich habe letztens mit einer Person gesprochen, in einem professionellen Kontext, dass ich halt als Kind niemals so Risiken eingegangen bin. Ich war nie irgendwie auf irgendwelchen, habe nie Sprungschanzen gebaut, keine Fahrradrennen gemacht oder irgendwie Fußball gespielt oder sowas. Ich war immer, saß in der Ecke, habe Bücher gelesen, habe Fantasie gespielt mit den Leuten, die ich so um mich rum hatte oder sonst was und habe halt irgendwie Musik gemacht oder so. Ich bin Risiken eingegangen. Das war und, nicht mein Ding. Fehlt dir da jetzt irgendwas? Hast du das Gefühl, dass du da Nachholbedarf hast? Nö, also man merkt vielleicht, also solche Personen, die so gelebt haben wie ich, die gehen vielleicht auch dann im späteren Leben ungern Risiken ein oder entwickeln vielleicht auch Panikattacken oder sowas. Das kann vielleicht passieren, ja, dass man unter Menschenmassen nicht gern ist und so. Das kann vielleicht mal passieren, aber damit habe ich jetzt keine Probleme unbedingt. Also ich habe ja die These, dass wenn man in seiner Jugend nicht ausreichend Dinge klaut und zerstört und so, dass man dann im Erwachsenenleben kriminelle Energien hat. Habe ich nie gehabt, also nicht als Kind und nicht jetzt, also nicht so richtig. Ich habe das eher ausgelebt als die Partei damals noch. Da war ich immer frech, habe Leute irgendwie... Du warst diese ganze Partei? Und habe Leute diskriminiert, genau. Ich war das eigentlich die ganze Zeit. Ach so. Ja... NPC, Tino? NPC. Ist ja eigentlich ganz gut. Wie findest du denn den Trend? Wenn man dir jetzt anbieten würde, Robin, wenn du jetzt irgendwie am Mittwoch online gehst, zahlen wir dir jetzt irgendwie 5.000 Euro, wenn du jetzt den ganzen Abend nur NPC machst. Das würde jeder sofort machen. Da habe ich neulich im Stream auch drüber gesprochen. Aber das Ding ist ja, dass ich glaube nicht, dass die das 8 Stunden am Tag machen, aber die machen dann halt schon mehrere Stunden. Und das macht dich schon blöde, glaube ich. Mhm. Wenn du das über längeren Zeitraum machst. Das Ding ist, die Leute, die das machen, die machen das halt nicht einen Nachmittag, sondern die haben sich ja echt hart reinkommittet, um auf diesen Level zu kommen, wo sie jetzt sind. Und das wiederum würde ich nicht machen. Also so ein Jahr oder sowas, jeden Tag so eine Scheiße, mehrere Stunden, vielleicht 4 bis 8 oder keine Ahnung, wie lange die das machen. Ah, Gang Gang, ah, Ice Cream, so good. Da wirst du ja bekloppt dabei, ey. Ja. Wahrscheinlich sind die privat so voll die schlauen Leute und studieren voll viel, ja, jetzt machen nicht mehr. Voll krasse Sachen, aber machen so 4 Stunden am Tag diesen Livestream, damit sie einfach das aushalten können, weißt du, die brauchen so eine geistige Auslastung und spielen Schach und studieren Astrophysik und so und dann machen sie halt 4 Stunden am Tag dieses Nang Nang und Yang Yang und essen Ice Cream vom Bildschirm, um das aushalten zu können. Und hast du das Video von Imp gesehen? Ich habe das gesehen, ja. Und ich fand es so schlimm, dass halt so ein Kind noch im Raum war, also ihren Sohn oder ihre Tochter, und die dann auf einmal aus dem Charakter ausbricht, dann das Kind zusammen scheißt, übelst schreit das Kind, und dann wieder zurückgeht und Reset Mode und dann so, nang, 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 nang. Ja, aber das kann auch irgendwie mit dem Kind abgesprochen sein, ne? Das funktioniert natürlich. Also, ich fand interessant. Da haben wir es gerade, das Kind. Ja, ich fand es interessant bei dem Video, dass das halt eigentlich
so 20% nur über dieses Thema ging und dann in so eine große Kapitalismuskritik und so abweicht. Das ist halt Imp. Also, ja. Da bin ich aber ganz bei ihm. Na ja, und so weiter. Aber ja, es ist ein Trend. Aber ich glaube, dass wir das letzte Woche auch schon zumindest mal angesprochen hatten. Echt? Was wir die letzten Wochen insgesamt sehr viel angesprochen haben. Immer und immer wieder. Und Leute, ihr könnt aufatmen. Tino hat endlich angefangen, The Last of Us zu gucken. Es ist passiert. Ich habe Folge 1 gesehen am Dienstagabend und es war schön. Schön. Und jetzt ist aber schon Samstag. Ich habe Privatleben. Ich habe das dienstlich geguckt, ich habe das von meiner Brennpunkt-Arbeitszeit aufgeschrieben und gesagt, komm, ich mache noch Überstunden die Woche, obwohl ich schon hier Überstunden-Konto habe. Und jetzt habe ich aber abends privat einfach Pornos geguckt und Cities Skylines gezockt. Die haben eh bessere Story. Meistens schon. Ja. Nee, aber also, ich glaube dir das ja auch gerade, dass du weiterguckst, deswegen bin ich da recht sorglos, weil bis Folge 3 musst du ja mindestens gucken und dann wirst du es auf jeden Fall auch durchgucken. Ich will zu Ende gucken, ich fand das echt spannend. Schon die Einstiegsszene war halt richtig toll mit den Experten da. Und da muss ich nicht gendern, weil es waren nur Männer. Und die haben halt sich über diesen Pilz ausgetauscht, der es da gerade gibt, also den die Frau bei Markus Lanz bekommen hat. Und der kann sich wohl ausbreiten auf der ganzen Welt. Und das ist halt echt passiert. Und es war so ein bisschen, du wurdest zurückgebeamt irgendwie in dieses Pandemie-Zeitalter, was wir bis vor wenigen Jahren noch hatten. Und hast mal gesehen, was passieren könnte, wenn es halt echt schlimm ausgeht. Ne? Wenn es eben keine Impfung gibt, wenn es irgendwie doch ein Pilz ist und es keine Heilung dagegen gibt, so richtig. Ja, ich weiß nicht, ob das darüber kam, aber diesen Pilz, von dem da gesprochen wird, den gibt es in echt wirklich und das passiert auch so. Und theoretisch wäre das vielleicht sogar möglich, dass der irgendwann, also wie es da auch erklärt wird, durch Erwärmung Temperatur, auf den Menschen übergeht. Aktuell ist es nicht so, der befällt halt irgendwie Ameisen oder so. Ne? Der Cordyceps. Und das macht es auch alles nochmal besser. Wie du sagst, es ist halt nicht dieses, also mich stört das nicht mit Zombies, aber es ist halt nicht dieses, ja, also da ist halt irgend so ein Virus oder irgendwas und dann sterben Menschen und dann stehen sie wieder auf. Nein, die Menschen sterben nämlich gar nicht, die werden einfach von einem Pilz zerfressen und quasi werden von dem beherrscht. Und das ist schon geerdet. Das war schon sehr groß, aber das ist irgendwie diese Geräte gibt, mit denen du die Leute testen konntest auf diesen Pilz und die dann einfach umgebracht worden sind. Auch dieser Junge da an der einen Szene. Ja, jetzt wird es vielleicht langsam etwas spoilerisch. Ah, sorry. Ja, aber es war jedenfalls... Weil noch ist es nicht so alt, die Serie. Guck die alle. Aber es ist ja klar, wenn es um Virus oder wenn es um Pilz geht und so, wird es irgendwann auch Tests geben und so. Ja. Auf jeden Fall dachte ich, mir hätte man noch voll gut als Propaganda für die Querdenkenden nehmen können. Dass sie auch sagen, uns geht es irgendwann genauso. Corona-Test hier und da wirst du ins Feuer geschmissen, weil du irgendwie positiv bist. Aber haben sie nicht gemacht. Waren sie nicht schlau genug dafür. Ja, also ich bin auf jeden Fall diese Woche zufrieden. Das ist eine 10 von 10. Dino hat endlich eingeschlagen, hat auf meinen Rat gehört. Das ist ja nicht nur meiner, ja. Viele, viele Leute haben gesagt, guck endlich mal. Ja, weil auch von vielen Leuten gesagt bekommen hat, ey, du bist dumm, war der Twitter-User oder, Entschuldigung, Ex-User, @WilhelmKaiser10, denn der hat einen Tweet abgesetzt mit einem Screenshot von Hallo Deutschland, also im öffentlich-rechtlichen Format. Ja. Und da haben sie berichtet über Wacken. Das ist ja ist auch noch das nächste Thema. Ja, stimmt, das ist ja in Schlamm ist ja fast aus. Also sie haben Leute halt nicht aufs Gelände gelassen, jedenfalls so ein Bruchteil davon. Ja, auf Wacken sind jetzt nur Schlampen. Genau. Jedenfalls gab es da irgendwie diese Bauchbinde. Wacken trotzdem Schlamm. Ne? Und da schreibt ein ganz schlauer WilhelmKaiser10, finde den Fehler, ZDF. Es heißt Wacken trotz des Schlammes. Genitiv, ihr Qualitätsjournalisten, Genitiv. Man fragt sich wirklich, welche Leute ihr so beschäftigt. Facepalm. Nur noch Facharbeiter aus dem Morgenland, Fragezeichen. Oder A. Baerbock und dafür noch Zwangsgebühren kassieren. Und weißt du, er macht einen auf Oberlehrer, kraft aber nicht, dass er gar kein Fehler ist. Das ist das Witzigste, was es gibt. Also Wacken trotzdem Schlamm ist ja nochmal eine andere Aussage als... Ja, durch das T, also das muss man ja überlesen haben. Wacken, oder ist es, vielleicht ist das Troll, aber wahrscheinlich eher... Das ist kein Troll. So. Und er hat es auch dann gelöscht. Ich finde es halt einfach riesig, dass, weiß ich nicht, das ist mein Humor so. Ich liebe es, solche Leute bloßstellen zu können. Aber ich wollte mir das angucken, das war dann schon gelöscht. Ich habe nur diesen Screenshot zugespielt bekommen. Sehr witzig. WilhelmKaiser10, du hast dich echt dumm verhalten. Also auch wenn du es gelöscht hast, will, dass man das nicht vergisst. Ich werde diesen Screenshot ein paar Mal rausholen im Brennpunkt, einfach um zu erinnern. den zeigst du dann ins Mikrofon ein paar Mal. WilhelmKaiser10, hier seht ihr diesen Screenshot. Ja. Der hält sich für einen Oberlehrer, aber hat keine Ahnung von Grammatik. Ja.
Ich habe das nicht ganz so verfolgt. Gibt es da irgendwie einen großen Aufschrei oder so? Wie ist das? Wie kommt das an mit dem Wackengedöns? Gar nicht gut. Genau. Ich habe ein Video gesehen, wie eine so auf Drogen oder einfach super glücklich, voller Euphorie so im Schlamm liegt, komplett braun ist und sich da so reinschmiert und so einen Schlammengel macht und so. Nee, ich habe auch ein paar Bekannte von mir, die bei Wacken gerade sind, die wurden reingelassen, aber aufgrund des heftigen Regens war halt überall Schlamm und Matsch und die Sicherheit konnte nicht gewährleistet werden, deswegen hat Wacken dann trotz verkauften Tickets dann einfach einen Stopp gemacht, wir dürfen gerade nicht rein, aus Sicherheitsgründen, was ich verstehen kann, aber die Wut ist gerade sehr, sehr groß. Ja, aber dann, wenn die das Geld wiederkriegen, ist ja kein Problem, wenn das weiß ich nicht, weiß genau. Ich nicht. Jedenfalls über dem Instagram-Post des Festivals lassen gerade Fans echt ihre Wut raus und beschweren sich. Es gab auch ein Interview mit einem Briten, glaube ich, doch aus England kam der wohl irgendwie 1000 Euro bezahlt hat für Ticket, für Anreise und so weiter. Ja. Und der abgewiesen worden ist und jetzt gesagt hat, er geht nie wieder zu Wacken nach der Katastrophe, die sich entschieden haben, es geht gar nicht. Obwohl ich sagen muss, ich verstehe seine Wut, dass es irgendwie blöd ist, aber das jetzt zu canceln, deswegen finde ich auch wieder scheiße, weil der verkündet ja nichts, weil lieber sind die mal der Buhmann für ein Jahr, als dass sie irgendwie Leben, also Menschenleben da riskieren. Ich sehe gerade das Line-Up, da ist unter anderem Creador. Creador ist ein geiler Typ, der mir im Stream gerne mal. Ich habe die mal live gehört. Euro da lässt. Creator. Ich bin auch eine Band von den Bekannten von mir, aber ich vergesse mal, wie die heißen. Aber so schlammig, wie das jetzt da alles aussieht, sollte man das Festival vielleicht lieber in Kacken umbenennen. Das ist eine gute Idee. Also ich scroll hier durch, ich kenne da echt nicht viele, aber es ist jetzt auch nicht so mein Genre. Also ich höre das natürlich, aber Brunhilde. Die Broilers? Sind die Broilers nicht auch so ein bisschen... Caliban kenne ich, Caliban. Ja, also die Broilers ist doch, glaube ich, auch so in diese böse Onkels... die Band kenne ich, Chaos Bay. Da habe ich mal den Frontmann kennengelernt. Es ist auch inzwischen Festival geworden, was nicht nur Metal anbietet, sondern auch eher so Rock anbietet. Also ich bin auch manchmal so... Doch, ein paar kenne ich von denen. Wie die einfach alle so komische... Die spielt sogar zweimal. Witzig. Wie die alle so komische Namen haben. Der W, guck mal. Geil. Ein Viertel... Ja, Onkels-Gitarrist. Fünfte? Ich weiß gar nicht, wie viele Onkels gibt es denn? Ein Viertel Onkel ist am Start. Ein Achtzehntel. Witzig. Die beschissenen was? Die beschissenen Snacks? Sechs. Also... Donuts. Aber Donuts... Oh, Doro ist toll. Hab ja voll übelst gerne gehört. Dropkick Murphys, so, das ist das Erste, was mich wirklich anspricht. Electric Callboy sind ganz gut. Destroyer. Ja, ist auf jeden Fall ein cooles Festival. Es sind sehr, sehr viele Bands, finde ich. Ja. Auf jeden Fall. Ich will aber auch mal... Aber jetzt nicht so viel, was mich so richtig reizen würde. Ich würde auch da gerne mal hingehen, weil die öffnen ja auch immer das Festival mit der örtlichen Blaskapelle von dem Dorf. Das finde ich ganz witzig. Ja. Ja gut, dann... Habe ich nichts verpasst. Warst du schon mal auf dem Festival? Wobei, allein, ja klar, aber also für dieses Matsch-Event würde ich eigentlich lieber hin. Ich finde das eigentlich ganz witzig, weil das halt so ein Ausnahmezustand ist, weißt du? Nee, habe ich keinen Bock drauf. Ich bin ja nicht so der schmutzige Typ. Naja. Außer in gewissen privaten Bereichen. Man kann sich doch waschen. Ja, bis dahin ist es eklig. Nö. Ja, aber ich hatte auch immer die Politik auch zu Hause schon. Ich wurde auch selten beschimpft, weil ich schmutzig war als Kind. So in die Klamotten schmutzig waren, weil dafür sind Klamotten ja da, dass man nicht selbst schmutzig wird und man irgendwie sich schützen kann vor Matsch und Schlamm. Das fand ich immer ganz schön. Na gut. Das also beim Kacken Open Air. Wir waren auch gerade schon bei Twitter gewesen, was jetzt irgendwie X heißt. Und es gibt auch schon die ersten Probleme. Ja, das ist auch so witzig. Ne? Es hat x.com, das leitet aber weiter zu twitter.com, wenn du da drauf gehst. Und das heißt, ich weiß gar nicht, wie das dann ausgesprochen wird, ob das jetzt Shitter ausgeschrieben wird, ausgesprochen wird. Und dann steht da aber, also auf der Website steht trotzdem noch Tweeten oder Willkommen bei Twitter und so. Ich dachte Posten heißt das als, Also was halt auf der Website an sich steht. Hm. Also es ist noch nicht so ganz zu Ende gedacht, befürchte ich. Ich möchte ganz kurz was von Musikexpress vorlesen, nur zwei Sätze. Seit Juli 23 ist Twitter-Eigentümer Elon Musk damit beschäftigt, seine Plattform in X umzubenennen. Nur in Japan ist es gerade nicht möglich. X Japan ist als Markenname bereits von einer erfolgreichen gleichnamigen J-Rock-Band ins Markenregister eingetragen. Oh. Und die pochen da gerade drauf. Also mit solchen Leuten willst du dich nicht anlegen. Nee. Mit K-Pop, mit J-Pop, das wird alles ganz schwierig. Ja. Die haben so eine Army-Fanbase, ja. Da musst du aufpassen. Mir fällt aber allgemein auf, dass auch Kinofilme gerade sehr einfach genannt werden, ja. Barbie.
hätten sich auch mal was Besseres ausdenken können. Ey, aber ich hatte das Gefühl, so in den 90ern hatten immer so Filme, so wie Fans, die nahen, die kreativ waren. Aber heute sind so auch Biopics oftmals nur so Oppenheimer, Wonka, immer nur so ein Wort irgendwie. Das finde ich ganz witzig. Ja, es funktioniert vermutlich. Garantiert. Und eben X. Ich finde es witzig, so dass... Ich weiß gar nicht, ob das diese Woche passiert ist, aber du hast ja das mitgekriegt mit Barbie und Oppenheimer. Mhm. Und dass quasi da viele Leute so ein Event draus machen, Barbenheimer, wo dann irgendwie beide Filme am selben Abend geguckt werden. Und boah, ist die Leute, das ist mir zu anstrengend. Ja, aber ich finde das eigentlich vom Feeling her ganz geil, weil die Leute verkleiden sich ja auch teilweise, gehen dann bei Barbie in Pink rein und dann bei Oppenheimer sie einfach, im Anzug und so. Und machen halt wirklich so ein Event draus und dann ist das nochmal irgendwie ein anderes Kinoerlebnis. Das ist schon ganz geil. Und als wir alleine das Kino gemietet haben und um Jack erst zu gucken. Also wenn ja. wir alleine waren mit, wer war noch mit? Kalle, Imp? Ja, das war schon auch ziemlich geil. Ja. Aber jedes Mal, wenn ein solcher schöner Trend daherkommt, kommt der Kapitalismus um die Ecke und wittert Profit. Ja? Und so ist es jetzt, dass Saw 10 und Paw Patrol auch auf demselben Tag released werden. Und das wird jetzt vermarktet als Saw Patrol, dass man doch unbedingt diese beiden Filme zusammen gucken muss. Gleiche Film, gleiche Zielgruppe. Absolut, ja. Die 10-Jährigen gehen dann in Saw und die 40-jährigen Gore-Leute gehen dann in Paw Patrol. Mit 10 ist doch schon lange out, Paw Patrol. Das ist eher so, glaube ich, früher. Also keine Ahnung. So 4 bis 7 würde ich, oder 8 würde ich mal sagen. Auf jeden Fall ist das so dumm, dass das jetzt forciert wird und das wird garantiert nicht der letzte Fall sein, weil die Leute halt sehen, okay, diese Filme promoten sich quasi gerade gegenseitig. Mhm. Machen wir das doch in Zukunft öfter, dann releasen wir 2 Filme am gleichen Datum und dann wird das quasi forciert. Und das finde ich schon wieder so kacke, Alter, weil das ist eigentlich so geil und dann wird es halt direkt wieder irgendwie madig, dadurch, dass es halt direkt so nicht organisch passiert, sondern also ausgeschlachtet wird. Das ist von oben auch so geplant. Ist, ne? So Aktionen, die entstanden sind aus der Community heraus, sobald die irgendwie von oben dann aufgegriffen werden, das ist uncool. Das sagt man ja auch schon mit der Jugendsprache. Sobald die irgendwie, das ist wie wenn die Boomer Facebook übernehmen, weißt du? Genau. Also wenn auch die Tagesschau anfängt, irgendwelche Begriffe zu Jugendsprache zu benutzen, dann ist es nicht mehr cool. Oder wenn im Tatort irgendwie Fong gesagt worden ist, Fong her, das Wort ab dann war es nicht mehr cool. Oder irgendwie Shish und so, wenn die es aufgreifen, ist es nicht mehr cool. Dann ist es schon wieder abseits des Ganzen. Sehr, sehr schade. Aber Saw Patrol ist trotzdem immerhin ein bisschen witzig. Bestimmt. Also als Name. Werde ich mir beides nicht angucken, ich bin von beiden jetzt kein Fan irgendwie. Von Paw Patrol weiß ich ein mehr. Saw 10, Alter, der 10. Teil. Das ist so insane. Ich fand den ersten schon langweilig. Ich habe mich nicht so mitgenommen. Der erste ist noch gut. Na, dann ist ja gut, dann höre ich auf. Weil der war irgendwie okay, aber ich weiß nicht, es ist nicht mein Ding einfach. Habe ich nicht so abgeholt. Na gut. Ich wollte irgendwas zu Twitter sagen, habe ich jetzt wieder völlig vergessen. Destroyer. Du hast das hier gesagt mit mit der Umbenennung. J-Pop, irgendwas. Mir fällt schon wieder ein, wenn es was ist. Ich finde auf jeden Fall diese beiden Gesichter nebeneinander witzig. So Elon Musk und dann auf der anderen Seite irgendein so random J-Pop, J-Rock-Dude. Ja, der aussieht mit irgendwie als. Sonnenbrille. Also aus wie 50, der aber wie 20 aussehen will, weißt du? So irgendwie wahrscheinlich ein bisschen gebotoxed oder so. So wie Till Lindemann zum Beispiel. Der ist nicht gebotoxed, der ist natürlich. Der ist ein natürliches Ferkel. Ja, ich habe jetzt zuletzt hier noch was auf eben jener Website Twitter gesehen von. Also retweetet von der Shelby Winston, dass da jetzt wieder eine rausgekommen ist mit einem großen Bericht im Spiegel. Ich habe den nicht lesen können, weil der hinter einer Paywall war. Danke dafür. Paywall war. Ihr könnt ja selber euch reinbezahlen, wenn ihr das wollt. Da geht es auf jeden Fall darum, dass irgendwie eine auspackt, das 2011 angefangen hat, dass sie ein Verhältnis mit Till Lindemann hatte. Und zu dem Zeitpunkt war sie 15. Schwierig. Mehr Infos habe ich jetzt nicht. Mhm. Aber in Deutschland offiziell legal, soweit ich weiß. Ich dachte, trotzdem 16. Schwierig. Nee, 15 ist irgendwie so diese magische Grenze, wo. Die magische Grenze. Nee, also ich glaube, mit 14 brauchst du noch Einverständnis der Eltern. 15 ist irgendwie schwierig, aber geht. Und 16 geht dann sowieso. Ich weiß nicht genau. Muss ich jetzt auch nicht nachlesen. Ach so, wusste ich nicht. Hätte ich das früher gewusst. Die Frage ist natürlich, ob das irgendwie Konsequenzen hat, weißt du?
Das ist eine gute Frage, aber es zieht sich ja so ein bisschen durch, ne? Ich meine, es gab ja auch den Bericht, dass der Keyboarder Flake wohl auch mit der 15-Jährigen irgendwie was hat, ja. Mit der 16-Jährigen was hatte. Irgendwie ist die Diskussion ja gerade mehr, was Leute berichten dürfen und was gesagt werden darf und nicht, was tatsächlich passiert ist. Das ist irgendwie ja, weil ja so abgemahnt werden, eine Reihe nach, ja. von Scherz Bergmann, also von den Anwälten von Till. Von Till Lindemann. So, und dann hatten wir diese Woche noch unser eigenes kleines 9-11. Aber da bin ich auch nicht so drin. Da hoffe ich, dass du vielleicht mehr weißt. Ansonsten müsste ich es nochmal nachlesen. Also irgend so ein Wolkenkratzer in Moskau ist mehrfach von einer Drohne irgendwie gehittet worden. Das weiß ich nicht. Ach so. Ich habe nur gelesen, dass es Angriffe gab auf so ein russisches Schiff, die aber alle abwehren konnten, alle Drohnen. Okay. Also wenn ich Drohne höre, das klingt immer wie so Miniatur, also ne, weil es ja diese Mini-Drohnen gibt. Diese Kameras so. Ja, ja nein, oh. Das sind keine Kameras, da sind Kameras dran, aber ja, so eine Mini-Drohne, aber das ist damit ja nicht gemeint, sondern eher so ein unbemanntes Flugzeug, was halt schießen kann oder Raketen hat. Aber wenn ich mir vorstelle, dass da in Moskau irgendwo so ein Wolkenkratzer steht oder am besten zwei, einer davon hat so eine Antenne. Dann fallen die um. Und, nee, die fallen nicht um, sondern da fliegt halt einfach so eine 30 cm große Drohne immer wieder dran. Bis es umfällt. Und dann sagt Putin, oh nein, 9-11. Das ist eine neue Eskalationsstufe, ich muss ja eine Atombombe auf Ukraine schmeißen. Ja, aber ich glaube, so ist es nicht passiert. Ich werde einfach mal in Moskau... Drone Attack. Watch live. Shocking video. Guck mal. Es ist schockierend. Kiev warns Russia as Moscow skyscraper hit in second drone attack. Ja. Also da ist irgendwas passiert. Wir wollen euch ja hier auch nicht mit sowas wie Krieg langweilen. Achtung, Breaking News. Ist was passiert. Weiter geht's. Nächstes Thema. Ja. Für mich ist natürlich diese Woche ein großes Ding Trump gewesen. Ich bin ja hier Amerika-Beauftragter. Gibt's was Neues von Trump? Ja, das ist jetzt die dritte Anklage, die tatsächlich durchgegangen ist und er musste auch diese Woche einmal vor Gericht selber erscheinen für 30 Minuten, was natürlich nicht so viel ist. Von der wertvollen und Golfzeit. Die Presse war nicht da, beziehungsweise natürlich, also es wurde nicht live übertragen oder sowas, ne? Man darf ja keine Bilder sehen, es gibt aus dem Auftritt nur diese Zeichnungen vor Gericht. Und da gibt es natürlich ein, zwei witzige Meldungen dazu, zum Beispiel, dass er sauer war, dass der Richter Mr. Trump gesagt hat und nicht irgendwie Mr. President oder so, was natürlich so ein richtig dummes Ding wieder ist. Die Richterin ist übrigens auch eine People of Color, das wird dich wieder ganz glücklich machen. Ah, schön. Und hat ihn eine halbe Stunde warten lassen, was ihn auch angepisst hat. Die Vorstellung ist schon ganz witzig, so weißt du, dass da, also Trump ist schon... mehr oder weniger erwiesen, rassistisch. Und dann ist da eine People of Color, ich glaube, sie ist sogar, ich will jetzt nichts Falsches sagen, aber ihr Name klingt sehr exotisch, sage ich mal, auch wenn ich den gerade nicht präsent habe. Tut mir Carla leid. Carla Miller. Genau. Adolf Hitler heißt sie. Ah, okay. Ist einfach exotisch für so eine. Das gab es aber wirklich in Afrika. Da gab es doch diesen Menschenrechtler, der Adolf Hitler hieß, weil ja die Afrika ihre Kinder gerne nach irgendwelchen Diktatoren benennen, weil die halt glauben, dass es irgendwie starke Männer gewesen sind und dass es was Gutes wäre. Ja. Und dann gab es halt echt die Meldung, Menschenrechtler Adolf Hitler bekommen Friedensnobelpreis oder Friedenspreis irgendwie verliehen. Ja. Spannend. Nee, sie heißt nicht so, sie heißt dann irgendwie halt Shumbalayama. Nächste Folge weiß ich, es ist jetzt nicht so wichtig. Auf jeden Fall musste er warten und das fand er ganz schlimm. Und ich hasse warten aber auch. Dann hat er, also er scheint nervös zu sein. Das ist natürlich jetzt alles Interpretationsfrage. Ne? Erstmal, was ich noch gar nicht gesagt habe, es geht hierbei um den Aufstand vom 6. Januar, das Kapitolstürmen. Deswegen ist er hier angeklagt. Das ist eine von vier Sachen, die passieren. Und zwar das erste ist, weil er Geld bezahlt hat an die eine Prostituierte. Das zweite weiß ich gerade leider nicht genau, das ist aber auch schon durch. Das ist das dritte mit January the 6th, also den Sturm. Und dann gibt es noch das vierte, dass er in Georgia Votes quasi erpressen wollte, so. Kennt man, glaube ich. Find me 10.000 Votes, so dieses Ding. Und das jetzt das dritte. Und ich hätte mir vorgestellt, wenn das Biden gemacht hätte, Alter, wäre der Aufschrei so groß gewesen. Man kann, wenn man das so interpretiert, ganz klar sehen, dass er vielleicht nicht mehr ganz so sicher ist oder senil. Eins von beiden wird es wahrscheinlich sein. Er wird gefragt, wie er heißt, und er sagt, also sein voller Name, Donald J. Trump, Donald John Trump. So, also es gibt ja so ein Wortprotokoll. Und dann wird er gefragt, wann er geboren wurde.
Und dann sagt er 77. Also er sagt sein Alter, aber nicht, wann er geboren wurde. Ja, ja. Also das ist entweder Senil-Person-Camera-TV oder er ist halt wirklich so ein bisschen insecure jetzt, weil es vielleicht doch ans Eingemachte geht. Das Ding ist aber, und ich mach's auch nicht zu lange mit Amerika, ist okay, liebe Leute, das Ding ist, dass es wirklich passieren kann, dass er in all diesen vier Fällen als schuldig erachtet wird und dann trotzdem noch Präsident werden könnte. Aber im Gefängnis sitzt. Jein, also aktuell sieht es so aus, dass diese Sachen, also ja, das ist natürlich auch möglich, aber aktuell sieht es so aus, dass diese Prozesse wahrscheinlich nachdem er Präsident wäre, aufgedröselt sind. Weil das dauert ja immer so ein bisschen. Das kann alles noch dauern. Also und wenn er quasi noch im Prozess ist, während er Präsident ist, dann hat er natürlich wieder eine Macht, um da einzulenken. Das ist alles, also das sind vier Sachen, die sehr, sehr gut aussehen, dass er endlich mal zur Rechenschaft gezogen werden. Und trotzdem kann es sein, dass er noch gewählt wird. Und trotzdem kann es sein, dass er Präsident wird. Und trotzdem kann es sein, dass er am Ende fein raus ist. Das ist echt einfach nur absurd. Aber ist aktuell ist es zumindest so, dass wir sagen können, das ist schön, dass er da überhaupt accountable ist, sagt man ja. Ich war so enttäuscht von den Impeachment-Verfahren, dass die beide so abgewählt worden sind. Ja, aber ein Impeachment ist halt kein so ein Rechtsding, ja. Das ist ja so regierungsintern, sag ich mal. Das ist ja keine Strafverfolgung in dem Sinne. Nicht ganz. Aber ja. Das ist jetzt eine Strafverfolgung und wir gucken mal. Ich muss jetzt mal echt noch wissen, was die vier Indictments ist. Was für ein Wort? Indictment? Die Anklagen. Indictment Trump. For felony accounts, weil das zweite mir halt nicht eingefallen ist, aber das kennt man auch. Destroy. Weil er so kriminell kleine Hände hat vielleicht. Wahrscheinlich, ja. Ach, komm. Vielleicht komme ich auch einfach noch drauf. Das ärgert mich jetzt. Das zweite, da war halt gerade irgendwie mein Geburtstag oder irgendwas, deswegen habe ich das nicht so verfolgt. Aber das ist auf jeden Fall auch was man weiß. Also es ist schön, dass er da nicht fein raus ist. Ich sehe es halt gerade einfach nirgends. Noch nicht zumindest. Ich sehe halt keine einfache Liste gerade. Schade. Wer gerade keine Zukunft sehen kann, das sind ganz viele Menschen in Italien. Mhm. Und zwar war das so, dass die rechte Regierung ja jetzt in der Macht ist, ne? Also es ist eine sehr stark rechte Regierung. Und per SMS wurde jetzt 169.000 Haushalten mitgeteilt, dass sie ab 1. August keine Sozialhilfe mehr bekommen. Ah ja, das hätte ich auch gelesen, mir nicht aufgeschrieben. So einfach über Nacht so, yo, geil. Verheiratet mit Kindern wird eine Bonuskarte für ausgewählte Lebensmittel im Wert von 382 Euro gewährt. Also nur noch Menschen, die irgendwie Kinder haben und mehr oder Behinderungen haben und sowas, die bekommen jetzt auch noch so ein bisschen Sozialhilfe, aber den Rest wird es ersatzlos gestrichen tatsächlich. Das ist eben das, was rechte Regierungen vorhaben. Man muss aber auch dazu sagen, ehrlicherweise, dass sie auch damit geworben haben. Also die wollten auch irgendwie Sozialleistungen kürzen bis abschaffen und halt auch zur Arbeit animieren. Und trotzdem bleibt der Widerspruch, dass eben jeder Dritte, glaube ich war es, arbeitslos in Deutschland AfD wählt und die sich quasi ins eigene Fleisch schneiden, weil die dann keine Leistung mehr kriegen würden. Da siehst du eben mal wieder den Beweis, dass die Menschen einfach nicht die Wahlprogramme lesen, bevor sie halt ihr Kreuz machen. Oder sie legen einen größeren Wert auf Gendern und auf Ausländer, als mal auf ihr eigenes Leben zu gucken. Ja. Ach, na klar, das Mar-a-Lago-Ding. Sorry, dass er die Dokumente da geklaut hat. Ach, also stimmt. Mitgenommen. Nee, da habe ich ja jetzt auf dem Schlauch gestanden. Da gab es ja Fans, die gesagt haben, es wären Bilder von Bidens Haus gewesen. Das fand ich ganz schön. Italien, da ziehen wir jetzt alle hin, das ist einfach jetzt schön da. Ist es eine Arbeitsoase? Während ich die ganze Zeit sage, ich habe auch, apropos Oase, ich habe, glaube ich, kurz bevor wir hier angefangen haben aufzunehmen, habe ich irgendwie was angestoßen. Ich weiß nicht, um was es geht, aber hier sind 60 Nachrichten in den letzten 30 Minuten passiert. Wenn ihr lesen wollt, worum es geht, könnt ihr euch einkaufen. Und da ging es vielleicht auch um das bedingungslose Grundeinkommen oder um Elon Musk, um die zwei Sachen ging es kurz vorher. Und da ist eine Sache hier entbrannt, das muss ich mir dann im Nachhinein mal durchlesen. Bedingungsloses Grundeinkommen ist wahrscheinlich in Italien gerade nicht am Horizont zu sehen. Eher weniger tatsächlich. Das Gegenteil ist der Fall. Da geht es um Leistungsgesellschaft. Wer arbeitet, der hat
Wer arbeitet, ist ein guter Mensch. Und der Rest kann sehen, wo er bleibt. Finde ich halt sehr, sehr traurig, gerade weil sich solche rechten Parteien oftmals auch inszenieren als die Parteien der kleinen Leute, aber sind sie eigentlich gar nicht. Ja. Ja, genau, das ist nämlich einfach wichtig. Ich will das hier nochmal betonen. Bedingungsloses Grundeinkommen. Das ist meine Meinung. Ja, same. Ja, es wurde losgelöst, weil halt auch irgendein Artikel gepostet wurde von wegen so und so viele 300 Millionen oder so verlieren ihre Jobs. Wegen den Ausländern. Nee, wegen KI. Weil, und natürlich, Technik wird ja immer besser und früher oder später braucht man einfach keine Bürojobs mehr, weil das irgendwie automatisch passiert. Und was machen diese Leute dann? In die Produktion gehen. Was produzieren die? Dann können die in die Fabrik gehen und Stifte zusammenkneten. Es gibt ja auch nur so viele Bedarf an Produktionsleuten. Es gibt auch immer weniger Kinder. Da gibt es dann auch nicht mehr so den Bedarf an irgendwie Erziehern oder so, die meiner Meinung nach nicht durch KI oder Roboter ersetzt werden. Mhm. Ja, das gleicht sich ja wieder aus. Es braucht ja mehr Pflegekräfte und mehr Sozialarbeiter. Dann gehen die Leute alle in die Pflege. Die wird ja so gut bezahlt, habe ich gehört. Müsste mehr bezahlt werden halt, ne? Wenn sich so Strukturelles ändern würde, halt bessere Bezahlung, bessere Arbeitsbedingungen und einen besseren Pflegeschlüssel auch. Das heißt, dass nicht irgendwie eine Schwester irgendwie eine ganze Station versorgen muss in der Nachtschicht, sondern dass es irgendwie mehr Leute gibt, das wäre dann schon cool. Weil ich kenne ja auch selber viele Schwestern und Pfleger. Ich habe eine Schwester. Echt? Ich nicht. Ich habe nur drei Brüder. Jedenfalls haben die mir gesagt, dass der Job richtig geil ist, wenn es halt nicht so stressig wäre und die nicht halt so alleine wären mit vielen Dingen. Sonst ist der Job wohl echt schön. Ja, das sehe ich natürlich auch als plausibel, wenn jetzt die Pflege so gut bezahlt wird, dass wenn jetzt ganz viele Leute in die Pflege wechseln, dass die dann noch besser bezahlt wird. Bestimmt. Ja. Aber auch du und ich, ja, also auch du als hier Streamer und als YouTuber und wir als Podcaster, auch wir könnten ersetzt werden durch die KI. Wenn die also wir könnten es einfach zu unserem Vorteil nutzen und scannen unsere Stimmen ein und schreiben nur noch lassen die Skripte vor der KI schreiben, dass es halt automatisch läuft. Oder aber irgendwann sagt jemand, nee, jetzt produzieren wir unseren eigenen Content und machen Podcasts über KI und müssen keinen mehr bezahlen. Ich halte das für unwahrscheinlich. Also ich muss das, ich lebe davon, dass es unwahrscheinlich ist. Es ist schwer, jemanden zu überzeugen, wenn seine Salary davon abhängt und so. Aber für mich ist einfach klar, dass KI-Entertainment auf Dauer zu dröge ist. Es kann natürlich sein, dass da irgendwie was am Horizont ist, was das irgendwie abwechslungsreicher macht, aber das ist immer so ein kurzer Hype, wie jetzt auch SpongeBob-KI oder so. Oder diese Debatten, wo KI, Trump gegen KI, Biden antreten und so. Das ist immer so ein kurzer Hype, aber wenn du das halt 1-2 Tage gesehen hast, dann hast du halt alles gesehen. Und du hast nicht diesen Faktor von, das ist ein echter Mensch. Du hast nicht diesen Faktor von, da kann jetzt vielleicht auch was Unerwartetes passieren. Oder gerade auch die Schwäche, die Menschen haben. Das kann ja da bei Entertainment eine Stärke sein. Also jetzt gerade bei Livestream und so. Ja. Das stimmt. Was weiß ich, wenn jemand einschläft oder so. Das passiert ja mit einer KI nicht. Oder stirbt oder so. Und selbst wenn es mit einer KI passieren würde, wäre es nicht so spektakulär, weil die schläft ja nicht wirklich. So. Nee, stirbt auch nicht wirklich. Ja. Aber ich bin mir da so unsicher, weil man ja auch gesagt hat, als der Fernseher erfunden worden ist, dass die Menschen keine Lust haben, während stundenlang auf so einen Kasten zu gucken. Dann war es aber doch so, dass es halt mega durch die Decke ging. Kann mit KI genauso sein, dass man jetzt irgendwie denkt, es ist sehr tröge und sehr langweilig, aber vielleicht gibt es ja irgendwann dann doch Sachen, die es spannend machen und die Leute halt dann doch festhält. Ich kann es mir auch gerade nicht vorstellen, ich finde es auch immer cooler irgendwie zu sehen, dass Unterhaltung menschengemacht ist, dass da ein Gehirn dahinter steckt, der auch Fehler machen kann und man experimentiert, aber wer weiß, was noch kommt. Ja. Who knows? Also das ist einfach, also das ist jetzt nicht irgendwie meine wissenschaftliche oder informierte Meinung oder so, sondern so wie mein Menschenbild quasi ist. Mhm. Und wenn ich mir jetzt vorstelle, ich habe hier einen Roboter, der perfekt irgendwie auch Emotionen simulieren kann und so, und ich spiele mit dem irgendwie Magic statt mit einer echten Person, dann ist das für mich trotzdem schlechter als mit einer echten Person. Weil selbst wenn ich den besiege und ich sehe in seinen Augen das Licht erlöschen, weil ich ihn so vernichtet habe, ja. Weiß ich, dass es nicht echt ist, auf einer gewissen Art und Weise. Natürlich kommen wir da irgendwann in Gefilde rein, wenn Mensch und Maschine sich fast nicht mehr unterscheiden, dann ist es natürlich wieder die nächste Debatte. Grüße gehen raus an Marlene und an Marlene, mein Lieblingsroboter, die eine wissenschaftliche Arbeit Alter. Oh, ein Hänger. Ich denke die ganze Zeit an Cyberpunk, aber es heißt nicht Cyberpunk. Mit fucking Deckard, Alter. Oh,
der Harrison Ford Film. Oh, hab ich gerade einen Hänger. Star Wars? Ach, Quatsch. Indiana Jones. Blade Runner. Goddammit, Alter. Sorry dafür, Marlene. Grüße gehen nochmal raus. Wenn wir in diese Gefilde kommen, wo das quasi nicht mehr unterscheidbar ist, dann wird es vielleicht eine andere Frage. Aber wenn ich jetzt hier einen Roboter habe, du willst doch in einem echten Menschen sehen, wie er leidet, wenn du ihn vernichtest in einem Spiel. Ja, ja? Das sehe ich genauso. Und selbst wenn dieser Roboter das simuliert, dann ist das nicht das gleiche befriedigende Gefühl. Wenn du jemandem was spendest und der sich freut, ist das auch was anderes, als wenn du einer KI irgendwas spendest, die sagt kurz was und dann haha, ist das witzig. Thank you, ha. Das hat halt nicht diesen gleichen. Außerdem hat die KI an sich nichts davon, ja. Der Typ dahinter hat was, den du nie kennenlernst oder so, aber egal. Das war jetzt, du bist ja ein Streamer zum Anfassen. Genau, das war nämlich eigentlich nur, was ich sagen wollte. Ich bin ein Streamer zum Anfassen. Ich freue mich noch über eure Spenden, ja. Ich singe euch ein Lied, wenn ihr bei mir rein subscribt, ja. Ja. Es ist der Wahnsinn, was ich Tolles mache. Kommt vorbei. Altschauberg, jeden Montag und Mittwoch 20 Uhr bin ich live und ich freue mich auf euch. Ach, Freitag gar nicht mehr jetzt? Freitag war ich noch nie. Also, echt? Ich dachte, du hattest mal so eine Phase. Das ist 3 Jahre her oder so. Oh. Das war der Telefreitag. Ja, stimmt. Und dann kam halt raus, dass es wirklich hochgradig schwierig ist, Leute anzurufen im Stream. Also ich kann es natürlich ist so, verjährt. Ich mache es immer noch ab und zu, aber so, dass ich dann quasi das, was die Leute am Telefon sagen, wiederhole. Mhm. Aber deren Stimme auf Twitch zu übertragen, ist ein bisschen schwierig. Stimmenverzerrer vielleicht, naja, aber ja, ich verstehe, was du meinst. Aber das war witzig, also der hat Spaß gemacht, der Telefreitag. Wer keinen Spaß hatte, war Cardi B. Mhm. Denn die ist aufgetreten, also ich kenne die jetzt gar nicht so sehr, aber die ist eine Sängerin, Rapperin, keine Ahnung, aus den USA bestimmt. Und sie ist das nächste Opfer von Personen, die von KünstlerInnen, die auf der Bühne standen und Sachen abbekommen haben. Denn jemand hat einen Twink nach ihr geworfen. Mhm. Und es ist auch schon Harry Styles passiert, Justin Bieber ist schon passiert und ganz vielen Leuten, das ist gerade so ein Trend quasi, dass Leute irgendwie Sachen nach SängerInnen werfen. Und sie hat jetzt auch einen Twink abbekommen und hat daraufhin aber das Mikrofon quasi genommen und ihr entgegengeworfen. Ja, die ist ja rotzenhol, dann kann die ja nicht mehr laut singen. Sie gibt ihr größtes Machtobjekt ab. Oh, es ist Playback gewesen, keine Ahnung. Jedenfalls ist es gerade so ein Ding und es weckt neue Ängste. Ich meine, es gibt ja so aus diesen komischen Filmen. Schon immer wurden Leute beworfen mit Tomaten und so. Ja, aber gerade ist es, glaube ich, ein bisschen wieder so ein Trend geworden. Es ist zumindest ständig davon, dass irgendwelche Leute auf der Bühne Sachen abbekommen. Und es gab auch so Filme, wo die in so Country-Clubs auftreten, wo die dann so ein Netz vor der Bühne hatten, weil viele Leute immer so mit so Bier nach Leuten geworfen haben. Und vielleicht kommen wir wieder an eine Zeit, wo irgendwann mal wieder die KünstlerInnen geschützt werden müssen durch irgendwelche Schutzplanen und Gitter und so. Mhm. Das wäre sehr traurig. Also ich habe die ganze Zeit im Kopf, ob man irgendwie einen Gag machen kann mit Cardi B und Zyklon B, aber wir lassen das an dieser Stelle. Das ist gleich, schlimm. Ja. Ich kenne ihre Musik nicht, ich kann es nicht bemessen. Und eins noch, Taylor Swift hat ein Erdbeben verursacht, denn, beziehungsweise ihre Fans, er hat in Seattle ein Konzert gespielt und CNN zufolge gab es dann eine Erdbebenwarnung von einem dieser Messgeräte und es war eine Stärke von 2,3. Das ist ja nichts. Und weil die hoch und runter gesprungen sind oder was? Genau, man verglich das Swift-Konzert mit einem Footballspiel 2011, wo Seattles Seahawk-Fans nach einem Touchdown ebenfalls so heftig gefeiert hatten, dass der Seismograph ausschlug. Diese Messung wurde im Nachgang Beastquake genannt, schreibt ZDF heute. Ha, ha. Das fand ich ganz witzig. Ja, doch. Weil ich merke auch vielleicht immer, könnte man das mal koordiniert machen, wenn man, keine Ahnung, bei irgendeinem Festival wirklich da 100.000 Leute hat und die quasi alle animiert, im gleichen Rhythmus zu springen, dass man, also das, sie wird das ja nicht koordiniert haben, das ist halt einfach passiert, aber wenn alle gleichzeitig springen, 100.000 Leute, dass man vielleicht dann auch mal so 5,0 schafft. Aber merkst du nicht auch mal, jeden Sonntag um 12 in unserem Podcast rauskommen, dass man erstmal so ein kleines Beben durch die Welt geht? Das stimmt. Das machen wir ja schon aus Versehen. Ey, also ich habe neulich erst geschrieben, ich würde echt gerne mal ein richtiges Erdbeben erleben. Ich hoffe, dass das in Japan mal passiert, ein ordentliches. Ich habe so ein leichtes Erschüttern, als ich das letzte Mal in Japan war, gemerkt. Das ist ja da auch schon relativ häufig, sage ich mal. Aber es war wirklich, es war nur mal so 10 Sekunden so ein bisschen ganz leicht, also so ein Vibrieren mehr oder weniger. Aber ich will mal so ein richtiges Scheppern. Also ich spüre immer Erschütterung, wenn ich hierher komme und ich sehe. Hm. Bin ich mal erschüttert im ganzen Herzen, ja.
Schön. Von einer sexuellen Energie, die mir entgegenbringst. Erschüttert von ganzem Herzen sind wir natürlich auch, dass Justin Trudeau, der Boss von Kanada, sich von seiner Frau Gregor trennen will. Schade. Das ist sehr schade, ja. Aber was wirklich schade ist, ist, dass der Schauspieler von Hector Salamanca gestorben ist. Welcher ist das? Breaking Bad hast du nicht gesehen? Nee. Der Typ im Rollstuhl, der immer nur ding, 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 ding macht. Ah, Spoiler. Gnadeter Schauspieler. Ja. Ding, 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 ding. Und jetzt macht er an der Himmelspforte. Ding, ding, ding. Da sind noch einige gestorben diese Woche. Also ja, aber die sind doch nicht relevant. Hector Salamanca. Ja, zum Teil schon. Kann ich mal gucken. Woran ist der gestorben? An alt. An alt, okay. Der war schon älter. Warte, ich komme mal ganz kurz in den Wikipedia-Nekrolog. Das war früher auch so mein Ding, da zu gucken, wer gerade so gestorben ist, ob ich jemanden kenne. Da geht dir einer ab. Na, das nicht, aber manchmal war es mal so, boah, die Person kenne ich oder so. Oder auch nicht. Und zwar ist jemand ganz Junges gestorben, vor kurzem erst. Auch ein Schauspieler. Mit 25 oder so, warte. Datum unbekannt. Ah, jetzt finde ich es nicht. So ein Musical-Schauspieler auch. Oh Gott, von Glee oder. Nee, nicht von Glee. Ah, das weiß ich, warum finde ich es gerade nicht? Hier. Angus Cloud ist gestorben. Das ist ein amerikanischer Schauspieler. Der bekannt ist aus Euphoria, war es, genau. Oh nein. Euphoria ist ja gestorben. Und sein Vater ist wohl kurz vorher gestorben und hat es wohl nicht verkraftet. Also noch ganz frisch, also echt ganz wenige Serien gemacht. Euphoria, Perfect Woman, North Hollywood, The Line. Und es kommen wohl noch ein paar Sachen raus mit ihm, die er gedreht hatte. Also ganz, ganz schlimm. Und noch ein Schauspieler, den man aber auch kennt. Der hat bei Gotham mitgespielt. Und war so eine Kinderfigur. Was? Amerikanischer. Ich sehe schon. Ja, es ist schwierig. Sehr, sehr relevante Leute. Wenn ihr Gotham geguckt habt, der ist ganz bekannt. Der hat den Vater vom Pinguin gespielt. Ja, aber das ist doch alles nicht Gotham, so geil wie Hector Salamanca. Ein Typ im Rollstuhl, der Ding, 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 Ding macht. Auf jeden Fall. Gotham-Schauspieler tot. Och Mann, das finde ich den nicht. Hier, genau, der Pee-wee Herman. Ach so. Pee-wee Herman hat er auch gespielt. Der hat so Kindersendungen quasi gemacht. Der ist mit 70 Jahren gestorben. Paul Rubens ist gestorben. Rubens wahrscheinlich. Rubens, keine Ahnung. Jedenfalls diese Figur des Pee-wee Herman, der war wohl echt so eine Kinderfigur. Und eines Tages ist er aber in Verruf geraten, weil er nämlich Kids gediddelt hat. War da nicht was? Nee, das ist was Ähnliches. Er hat sich im Pornokino einen runtergeholt. Oh nein! Und das wurde wohl von den Journalisten aufgegriffen und veröffentlicht. Danach ist er in Verruf geraten und hat sich dann zurückgezogen aus der Öffentlichkeit. Hält dem ein, und ein sexuell aktiver Mensch zu sein. War wohl noch ein Skandal, weil es halt zu der Zeit war, halt echt so ein Kinderstar. Also nicht, er war kein Kind, aber war für Kinder ein Star und so und unschuldig. Und dann hat man ihn halt da gesehen und hat damals noch Karrieren ruiniert in den 90ern. Ja. Stupid. Heute haben Leute Herpes an der Scheide. Ja, ist so. Und kommen damit davon. Werden dafür gefeiert. Der Scheide von Chun-Li ist zum Glück kein Herpes. Das hätte man nämlich sehen können in einem Livestream. Das war für mich so der Fail der Woche. Ein großer Spaß. Da hat ein Streamer ein Turnier von Street Fighter gehostet. Mhm. Und hat vergessen, seine Nude-Mods auszuschalten. Beziehungsweise zu deinstallieren oder was auch immer. Und ja, dann geht's halt so los. Oh ja, geh mal rein in den Kampf. Und er spielt halt Chun-Li, die ist so eigentlich die bekannteste Figur. Die hast du vielleicht auch schon mal gesehen. Ich hab die mal Hun-Li genannt. Nee. Ah, scheiße. Die hab ich mal geliebt, weil die mal so ganz schnell treten konnte. Genau, und die ist bekannt dafür, weil die einfach solche Schenkel hat. Mhm. Und diese hat man auch nackt gesehen in diesem Livestream. Und dann ist halt so echt so 10 Sekunden irgendwie so awkward Stille. Dann wird der Kampf schnell abgebrochen und dann so ja, also ihr seht, Street Fighter ist ein Spiel ab 18, wie ihr jetzt gesehen habt. Und ist halt, ne, Nacktheit auf Twitch ist ja auch immer schwierig und Nude-Mods und so. Aber auch peinlich, wenn rauskommt, dass er halt diesen Nude-Mod aktiviert hat. Ja, das finde ich jetzt auch nicht schlimm. Nicht schlimm ist es nicht, aber es ist ja ein witziger Fail. Ja. Ich habe auch mal diesen Nackt-Mod bei Sims ausprobiert, weil er irgendwie voll funny sein konnte. Aber er hat mich überfordert auch. Du konntest irgendwie dann auch die Penisgröße anstellen und konntest irgendwie Sex mit jemandem auch richtig aktiv machen und so. Aber ich fand es irgendwie, es war eher so Neugier, habe es ja wieder gelöscht nach einer Stunde oder so. Aber es ist schon krass, was alles gibt. Schön. Ich glaube, ich bin soweit durch mit meinen tollen Sachen.
Wir sind auch zeitlich schon so ziemlich durch. Ja, wir sind noch nicht ganz durch. Ich habe nämlich noch Destroyer. Klar, wir müssen doch die Woche bewerten und einen Song in die Playlist einfügen. Mhm. Ja, die Woche, also Chile ist warm, Trump angeklagt, finde ich auch okay. Aber so im Gesamten, würde ich sagen, war es ein bisschen dünn. Das waren eher so Scheiden und Wacken. Scheiden und Wacken ist auch ein bisschen witzig. Also vor allem Scheiden. Also ich, weil es ein paar witzige Sachen waren, würde ich schon so auf eine 5 gehen, aber höher nicht. Wow, okay. Das ist ganz schön hoch. Ja, weil Scheide ist schon, also die kannte ich halt nicht, die Schlagzeile. Die hat mich bäuchlings gemeuchelt, die hat mich wirklich kalt erwischt. Also, ich bin mit der 5 zufrieden, weil es einfach unterhaltsam war die Woche. Ja, und also dass Trump angeklagt ist und wirklich mal vor Gericht erscheinen muss, nach Jahren von es könnte irgendwas und vielleicht müsste er mal zur Rechenschaft gezogen werden, ist schon auch einfach eine schöne Sache, finde ich. Das denke ich auch, auch wenn er wahrscheinlich nicht ins Gefängnis kommen wird, davon gehe ich zumindest nicht aus. Aber ich finde es gut, dass er mal Konsequenzen merkt. Ja. Ich möchte von Cobra Man bitte Destroyer. Cobra Man? Ja. Destroyer. So okay. Geil. Das musst du ja auch anhören. Okay, dann mache ich jetzt... Cobra Man macht so ein bisschen wie moderne 80s, würde ich sagen, so vom Vibe. 80s Vibe, geil. Mhm. Drauf stehe ich ja. Ich dachte erst, du meinst einen anderen Song, nämlich von My Chemical Romance gibt es einen Song, der auch so ähnlich heißt... Destroyer, den tue ich jetzt einfach mal in die Playlist. Und da könnt ihr entscheiden, da draußen. Ja, ich möchte bitte, dass ihr in den Kommentaren, ja, also unsere Playlist ist auf YouTube mindestens verlinkt. Außerdem heißt sie Brennholz Untermusik. Auf Asitonis T-Shirt steht auch sowas ähnliches. Echt? Ja, Brennholz steht drauf. Ach so. Brennholz Untermusik, ihr könnt jetzt da reinhören. Ja, ihr habt schon 7 Stunden, 12 Minuten Material, aber. Die 2 neuesten Einträge, Destroyer und Destroyer. Das, und ja. Ihr sagt uns, welcher gegendert. Song ist besser. Jetzt gegendert hier Destroyer, ja. Destroyer quasi. Stimmt. Also von Cobra Man und My Chemical Romance. Schreibt in die Kommentare bei YouTube, welchen Song ihr besser fandet. Destroyer. Gut. Oder Destroyer, Destroyer, Destroyer. 113 Songs haben wir schon drin. Banger. Ja. Gut. 113 Minuten haben wir mindestens heute aufgenommen. Natürlich nicht ganz, nee, nicht aber ist okay, hier. Leute. Wir haben so viel Überstunden, da können wir auch mal ein bisschen kürzer treten. Ich muss heute noch HIV-Prävention für normale Leute machen, also für die Normalbevölkerung. Ja. Ich mache heute mal nicht MSM und Queer- oder SchülerInnenförderung. Heute gehe ich mal an das Fußvolk. Tino geht einfach nachher mit Kondom bumsen und sagt uns, ich mache heute HIV-Prävention, ganz wichtig. Jedes Tinder-Date ist eine Überstunde, sag ich dir. Ja. Oder zwei, je nachdem. Gut. Dann bedanke ich mich und hoffe, dass ihr euch ordentlich wascht. Genau, wollte ich auch gerade sagen. Wascht euch, hört gute Musik. Destroyer zum Beispiel. Destroyer von Cobra Man und My Chemical Romance. Und schaltet nächste Woche wieder ein, wenn es heißt Robin und Tinker. Michael Jackson. Ciao.